Schränkel fortsetzt. Heute. Let's play Kabelas den Scheres Hans 2013. Tach ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Kabelas Dangerous Hunts 2013, dem Jagdspiel von Activision. Wir haben die Story gespielt eigentlich habe ich gespielt und ihr habt zugeguckt. Und da machen wir jetzt mal weiter. Fortsetzen. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gezockt, kann sein, dass ich die Steuerung erst nochmal wieder verinnerlichen muss. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht so schwer anfängt und ich gleich achtmal sterbe. Andererseits, vielleicht freut euch das ja. Manchmal lacht er mich ja lustig aus, ne? Da habt ihr ja auch irgendwie Spaß dran. So, wo waren wir stehen geblieben? Komm, lad mal ein bisschen schneller hier. Tut mir leid, dass ich dich einfach rausstelle, aber ich muss deine Crew da auch noch zu deiner Jagd bringen. Schon gut, Ed. Danke fürs Mitnehmen. Es gibt Berichte von einer Impala-Herde in der Schlucht. Das sollte eine aufregende Jagd werden. Klingt perfekt. Ich gehe vor. Oh, und achte auf Großkatzen. Keine Sorge. Das gehört zum Spaß. Spektakuläre Kreaturen. Kein Wunder, dass Dad diesen Ort geliebt hat. Ich halte lieber die Augen offen. Also im Grunde genommen ist das ein ziemliches Schwachsinnsspiel, wenn ich das mal so feststellen darf. Weil sich die gesamte Tierwelt von Uganda gegen mich verbündet hat, um mich zu töten. Ja, das ist manchmal etwas sehr lustig. So, wo sind wir? Wir sollen den hier abknallen, ja, den Boss. Ging das nochmal mit dem Luft anhalten? So, ja. So. Dort. Das Impala ist mausetot. Dann gehen wir mal weiter. Waffenwechsel ging so, ne? Ja. Eine Schrotflinte. Das ist mir doch immer das liebste Gerät. Meistens jedenfalls. So. Da, das hier bricht mir dann hoffentlich nicht weg. Ich traue dem Spiel alles zu. Wie, was? Noch einer? Wo ist denn meine Beute? Hallo? Hat sie sich wieder in Luft aufgelöst, was? Okay, dass hier das Horntier da oben langgelaufen ist, soll mir wohl sagen, dass ich hier oben laufen soll. Hier langlaufen. Oder doch nicht? Doch. Wusste ich's doch. Ja, das ist ein bisschen anders als bei The Hunter. Was? Leoparden. Oh, war ja klar. Wie gesagt, ganz Uganda hat sich gegen mich verbündet. Die sind so sauer auf mich. Keine Ahnung warum. Dass sie eher mich jagen, als irgendwie so einen anderen Hirsch oder so. So, Leoparden, die gehen mir wahrscheinlich gleich wieder an den Kragen hier. Und ich muss dann wieder irgendwie ein Fell draus machen. Ich fühle mich manchmal so richtig schlecht in dem Spiel. Bei den Massen an Viechern, die man hier abknallt, ist unglaublich. Aber wie gesagt, die sind ja alle böse, deswegen muss ich die auch alle töten. Ist doch klar. So, kann ich da runter? Natürlich nicht. So, dann ist der hier irgendwo lang gelatscht. Wahrscheinlich fällt er mir in den Rücken. Dafür habe ich meinen Spinnensinn. Das ist so eine Art, ja, Spinnensinn halt. Wie Spider-Man. Ich muss dann einen Knopf drücken, wenn ich dann irgendwie was Komisches merke. Nehme ich die Taste B und dann drehe ich mich automatisch zur Gefahr um. Irgendwie so ähnlich war das. So, die ersten Folgen sind ein bisschen... Hoppla hopp. Das ist ja Springen wie einst in Doom. Quatsch, in Doom konnte man da schon springen. Schmarren erzähle ich. Aha! Ich meinte Quake. Aha! Das kam nicht überraschend. Bleib hier, Flüchtlinge! Ich muss hier raus. Diese Katzen sind überall. Behalte die Bäume im Auge. Achte auf Bewegung. Hast du gesehen? Habt ihr gesehen? Da habe ich den Leoparden doch mal volle Kanne durch das Felsteil da durchgeballert. Wahnsinn. Bin ich gut. So, weiter geht's. Die ersten Folgen kamen so durchwachsen an, die ersten vier. Deswegen spiele ich mal noch ein bisschen weiter und entscheide dann. Aha! Okay, das Auge des Jägers. Aha, sehe ich den dadurch oder was? Bleib mal sitzen, ich muss dich erschießen. Ah, fuck! Wo bist du denn jetzt wieder hin? Das sind keine Leoparden, das sind Teleporter sind das. Ninja Cats. Also Auge des Jägers, wenn ich das mache, dann sehe ich auch nicht besser, oder? Sehe ich den besser? Nö. Ja. Also ehrlich gesagt habe ich den auch nicht besser gesehen dadurch.
Aber naja, müssen wir halt ein bisschen aufpassen, ne? Auge des Jägers. Da sagt mir den Weg vor, ja? Ich muss da langlaufen, aber die Viecher hocken da oben und das ist wahrscheinlich ungesund. Tja, wird mich schon von hinten gefallen. Lass wir es mal drauf ankommen. Oh, da liegt was rum. So, was haben wir denn da? Halt. Du kleines Mistbruder, du. Ein Gesundheitspaket und ein Munitionspaket habe ich eingesackert. Sehr schön. Dann gehen wir mal da hoch. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das alles mache hier. Ich habe auch irgendwie den Sinn der Story mittlerweile völlig verdrängt. Ich weiß gar nicht mehr, um was es geht. Aber ist egal. Es geht ja nicht wirklich um die Story, wenn wir mal ehrlich sind. So. Put, 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 put. Kleiner Tiger, kleiner Leopard, komm zu mir. Ich will dich umbringen. Jetzt erzähle ich ja auch noch was von Tigern. Da gibt es ja da gar keine Tiger. Jetzt gehen wir doch erstmal da hoch. Ja, und der Hels... Ah, da war doch schon wieder so ein Vieh irgendwo. Hab's doch gesehen. Auge des Tigers. Das Auge des Jägers. Ja, wo denn? Ich sehe auch nicht mehr. Das Auge des Tigers. Okay, ja. Das nehmen wir mit. Hallöchen. Popöchen. Warum bleibst du eigentlich da stehen, wenn ich auf dich schieße? Möchtest du gestreichelt werden? Komisch. Ja. Und da unten ist noch eine Muschi. Und da oben habe ich doch irgendwo eine gesehen, ne? Läuft jetzt weg. Ja, naja. Machen wir halt einfach mal so lustig weiter, ne? Wird schon seinen Sinn haben. Komm runter! Baby! So, dann hätten wir das auch besprochen. Mal ein bisschen weiter da. Das ist ja... Ah, der kann keine 10 Meter weit sprinten, der Mann, ey. Der ist sowas von verraucherlunkt. So. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Keine Leoparden, jetzt muss ich mich gerade räuspern. Entschuldigung. Weiter geht's. So viele Heilpakete, die hier rumliegen. Man muss ja immer mal gucken, da liegen so Geweihe rum. Ich habe schon wieder was gehört. Tja. Eigentlich sind das ziemliche Luschen, diese Leoparden, ja, weil die kratzen ja im Kampf. Das ist ja wie eine Frau. Aber naja, man nimmt, was man kriegen kann. So, wo geht's weiter? Kundschafter, weil ich mal 10 Meter weit gelaufen bin. Das ist ja echt witzig, ne? Also es erinnert mich schon sehr an Call of Duty mit Tieren. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, man kann über Modern Warfare schimpfen, wie man mag. Es ist einfach geil inszeniert und das fehlt ja ein bisschen. Also es ist einfach nur so ein Durchlaufen und Abknallen, ne? Aber naja. Auch wenn das ein bisschen simple Shooter-Mechanismen sind... Mir macht sowas trotzdem Spaß. Ja, ja, ich bin hier. Versuche rüberzukommen. Nicht gut, gar nicht gut. Ich habe hier Löwen. Ich wiederhole, Löwen. Ich habe hier Löwen. Houston, wir haben ein Problem. Wir haben hier Löwen. Herrlich. Okay. Huch. Sind sie wieder weg? Nee. Da ist der Chef. Warum sehe ich denn eigentlich immer so unscharf? Ah, okay, jetzt. Ich würde sagen, ich kümmere mich erstmal um den Boss hier. Und das ist wahrscheinlich der mit der dicken Mähne. So, und dann ist der Rest der Meute ist dann wahrscheinlich stinkesauer. Seine ganzen, ganzen Weibchen. Weil die jetzt nichts mehr zum, na ihr wisst schon, zum Knöbern haben. So, und da nichts passiert, gehen wir jetzt einfach weiter vor. Ah! Ich sag's ja, Weiber, immer am Kratzen. Naja, das rennt wenigstens ein bisschen.
Immer mit der Ruhe. Ganz ruhig. Schieß erst, wenn du das, das Weiße in ihren Augen siehst. In dem Fall wahrscheinlich eher das Gelbe. So, noch ein paar mehr. Boah, fuck. Wo ist eigentlich Kimba? Kimba, der weiße Löwe. Kennt ihr noch Kimba, den weißen Löwen? Wer kennt das noch heutzutage? Gott. Frenkel. Ich dachte, eine Schrotflinte hätte ein bisschen Streuwirkung und würde mir beim Zielen helfen, aber ich schieße scheiße. Dass mir nicht mal eine Schrotflinte hilft. Am besten, ich lasse direkt erstmal auf mich zukommen und wenn sie dann einen Meter entfernt sind, dann treffe ich sie. So, wie viel haben wir denn noch von der komischen Beute da? Halt! Ah, hab ich doch was gehört? Oh! Der zweite Chef! Oh 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 oh! Was habe ich nur getan, dass sie alle so sauer sind auf mich? Gut, ich habe hier ihren Rudelführer umgelegt. Trotzdem, ist das so ein Grund, so unfreundlich zu sein? Oh. Tja, Freunde, da hast du dich mal schlecht versteckt gerade eben. Das erinnert mich an unsere Krater. Die verstecken sie auch immer so schlecht. Da muss man immer so tun, als ob man sie besiegt. Dann greifen sie aus dem Hinterhalt an und dann freuen sie sich. Und deswegen tut man einfach, als ob man sie nicht sieht, weil man ihnen einen Gefallen tun möchte. So, nachladen. Komme ich jetzt mal bitte hier weiter? Ich soll über die Brücke, hat der Typ gesagt. Und die Musik soll wohl so etwas wie Spannung vermitteln. Oh, na also, geht doch. Was ist denn mehr los hier? Ich sag ja, die ganze Welt ist gegen mich hier. Die gesamte Tierwelt. Die gesamte Fauna. Was ist das denn jetzt hier? Vom Leib. So, weiter geht's. Es erinnert mich an Moorhuhnjagd mit Löwen. Immer noch bin ich am Leben. Ah, naja. Die nächste Angriffswelle. Immer schön im Rückwärtsgang. Aua! Das kratzt! Oh shit, jetzt hätte ich meinen Spinnensinn aktivieren müssen, glaube ich. Hört ihr mal auf, ihr blöden Mistviecher? Meine Güte, ich muss hier ganze Generationen von Löwen hier ausrotten. Das ist nicht freundlich, dieses Spiel. Wo ist Peter, wenn man sie mal braucht? Ich glaube, das hat irgendein Zuschauer in die Kommentare geschrieben, so scherzhaft. Das stimmt. Die haben bestimmt ihre Freude an dem Spiel. Die Leute von Peter. So. Was liegt denn da noch rum? Warum hat sich der denn nicht aufgelöst? Was bist denn du für einer? Ach, sag bloß, die Löwen haben den gefuttert. Meine Fresse. Ganz schön fiese Löwen. Fressen Löwen Leoparden? Ist das realistisch? So, jetzt müssen wir noch hier hintergucken, schnell. Oh. Wo denn? Aha. So, okay, also, das Spiel hat mir Zeit gegeben, mich ein bisschen ins Schießen reinzufinden. Zum Glück kann ich mich wieder irgendwo verstecken. Mann, hört ihr mal auf zu beißen, ihr blöden Pussys! Habe ich B gedrückt, aber offensichtlich zu spät. Oh, ich sehe nichts. Mann! Jetzt wird's aber eng hier langsam. Meine Fresse. Oh. Ist jetzt gut. Aus! Pui! Boah, das war jetzt aber schon ein bisschen dolle heftig. Da müssen wir mal kurz hier wieder uns verbinden. Wir sind quasi schon wieder fast am Ende dieser Folge. Ich möchte an dieser Stelle... Boah, fuck! Damit habe ich jetzt leider nicht gerechnet. Falls euch diese Folge gefallen hat, wäre es schön, dass ihr mir ein Like da lasst, ja? Ich sag's nur. Also, allein für meine Tapferkeit habe ich eigentlich ein Like verdient. Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, trotz allem,
Auch wenn es ein bisschen hektisch geht, wäre ein Like total nett. Oh.